Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Wir wollten uns ja der Quest auf dem Friedhof widmen. Merkwürdigerweise, ja, kriegen wir die Markierung zu den städtischen Kloaken, obwohl wir auf den Friedhof sollten. Hat er versprochen, dass wir jetzt einfach mal ganz stupide in die Kloaken gehen. Gucken wir doch mal. Muss ja einen Grund haben, warum es uns hierher führt. Da können wir gleich mal hier dieses komische Teil hineinpacken. So, ich habe den zweiten Sensor aufgestellt. Jetzt fehlt noch einer. Sehr gut. Aber zum Teufel, warum muss ich in die Kloaken? Wir gucken mal, hier muss es ja jetzt irgendwas geben, irgendeinen Hinweis. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ruinen. Ausgang zum Kaufmannsviertel. Ich bin jetzt ganz doll verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich sag mal so, wir boxen uns jetzt hier mal durch. Warum nicht? Ich meine, ich muss jetzt hier nicht den ganzen Krams der Ertrunkenen irgendwie mitnehmen. Wobei das vielleicht früher oder später ein bisschen Geld bringen könnte. Das ist nur doof, ich weiß nicht, wo ich den ganzen Kram verkaufen kann. In The Witcher 2 gibt es ja 1000 Händler, die einem alles mögliche abkaufen. Und hier hat man irgendwie immer Geldmangel. Wo sind hier noch andere Überreste? Her damit. Der nimmt mich. So. Gucken wir uns doch hier mal noch ein Stückchen um. Hier war doch die Gorgo die erste, oder? Erschreckt mich nicht so. Es ist dunkel in meinem Zimmer. Werde ich wieder zum Schisser und erschreckt mich wegen jeder Kleinigkeit. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber was ich überhaupt nicht habe, kann, egal ob nun im richtigen Leben oder im Videospiel, ich hasse es, wenn mich irgendwas verfolgt, was ich nicht sehen kann, was hinter mir langläuft und ich sehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie nah es ist. Da habe ich richtig Panik vor. Okay. Hier geht es noch ein Stückchen weiter. Pass auf, nachher führt uns das wirklich nur in den Stadtbezirk. Was ist denn hier unten? Feuerstelle? Bandit, Bandit. Gitterstäbe. Aha. Ich muss pissen. Ja. Okay. Verschwindet. Was befindet sich hinter dem Gitter? Das geht euch nichts an. Verzieht euch. Das ist ein Privatgrundstück. Wieso seid ihr in den Kloaken? Wir sind Rattenfänger. Und jetzt verpisst euch. Das ist ein Privatgrundstück. Okay, das ist sehr interessant. Das sollten wir uns merken. Habt ihr nicht gehört? Raus! Das ist echt lustig, die haben einfach wahrscheinlich den ein und denselben Charakter mit denselben Dialogboxen einfach kopiert. Man kann das nicht auch einfach machen. Ja, hier ist abgeschlossen. Ruinen, welche Ruinen? Ich kapiere das nicht, Leute. Wahrscheinlich bin ich jetzt hier erstmal umsonst lang gelaufen. Ich würde sagen, wir begeben uns echt mal auf den Friedhof. Ich brauche auch noch einen Schlüssel oder sowas. Ich komme vielleicht durch diese Gitterstäbe. Ne, auch abgeschlossen. Okay, ich würde sagen, wir gehen zurück und dann mal einfach zu den Ruinen. Wenn Geralt dann mal hier hochlaufen würde. Ich ignoriere jetzt einfach mal die Monster, weil ihr seht ja, viel Erfahrung bringt das Ganze ja nicht. Wenn ich jetzt wahrscheinlich exzessiv irgendwo leveln gehen könnte oder Monster töten gehen könnte, dann würde das eventuell noch was bringen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier so irgendwas erreichen. Da war diese komische Gruft, da war nichts mehr. Ja, wir gehen jetzt einfach zum Friedhof. Muss ich eh hin wegen diesen Sensoren. Und wenn da jetzt nichts ist und ich nichts herausfinde, dann weiß ich nicht. Dann vielleicht endlich mal zu Rittersporns Konzert und weiß nicht, wann sollten wir bei diesem Empfang sein? Feudaler Empfang. Ich bin zu einem Empfang im neuen Nachakkord eingeladen. Ja, wann war das? Steht jetzt hier nicht. Ja. Vielen Dank, aber ich glaube, es war gegen 18 Uhr oder so. So ein doofes Spiel. Hm. Was ist denn das?
Das ist ja cool. Also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall wieder mal endlos. Es gibt schon wieder 1000 Quests, vor allem auch welche, die nicht angezeigt werden. Zum Beispiel dieser Riesenwolf im Sumpf und so. Das ist echt cool. Ja. Genau. So, Friedhof. Ich speichere lieber nochmal. Friedhof von Visimar. So. Biss- und Kratzwunden. Aufgebrochene Knochen. Sieht nach dem Werk von Ghulen aus. Mhm. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine Leiche eines Mannes. Ich glaube, wir müssen hier ein paar Leichen finden. Krähenauge, Schöllkraut. Ich meine, ich könnte mir ja mal... Fetala? Rettung? Wackelt so komisch. Was ist denn Fetala? Ich nehme mir am besten mal ein bisschen Kraut mit. Ich kann alles gebrauchen. Was ist das denn? Krähenauge. Okay. Noch eine Leiche. Okay, die waren vorher auf jeden Fall nicht da. Keine Bisse. Nur Stich- und Schnittwunden und Dolchspuren. Okay, das war auf jeden Fall nicht das Werk von Monstern. Vielleicht Salamandra, Leute. Vielleicht Salamandra. Fetala. Leiche eines Mannes. Schildkraut. Oha. Ein Riesen-Ghoul, mit dem wir sprechen können, oder was? Macht natürlich voll Sinn. Ups, wo bleiben bloß meine Manieren? Noch nie einen Ghoul gesehen? Ja, noch keinen, der spricht. Okay, gut, Geralt, das ist ein Vorteil. Lass uns erstmal quatschen. Noch keinen, der spricht. Ich prahle nur ungern, aber ich bin was Besonderes. Meine Anverwandten knurren lieber. Ich fand einige Menschenleichen. Hey, das war ich nicht. Ich esse keine Lebenden. Aber ich sag euch, wer es war, wenn ihr mich nicht abmurkst. Ach, das ist so sympathisch. Einverstanden. Einverstanden. Die Spitzohren. Sie plündern Gräber und schleichen herum. Wer in ihrem Weg rumsteht, dem machen sie Löcher überall rein. Und euresgleichen? Ihr lasst sie in Ruhe? Sie schmecken scheußlich und sie bringen uns Essen. Danke. Nun verschwindet. Man sieht sich. Das ist ja cool. Ich sollte die Soldaten der Elfen suchen und sie auslöschen. Nee, wartet mal. Okay, ich sehe schon, hinten sind Elfen. Aber auslöschen? Ich meine, ich muss mich doch irgendwann mal entscheiden. Das bringt aber auch Erfahrungspunkte. Ich kann ja mal hingehen. Vielleicht gibt es irgendwie einen Grund dafür. Hallo. Was sucht ihr hier, Hexer? Mörder. Dann besucht die Stadt. Sie wird von einem verbrecherischen Volk bewohnt. Wir kämpfen ums Überleben. Menschen verstehen nur Gewalt. Und das ist, was sie von uns bekommen. Ich bezweifle, dass ihr lange lebt. Ihr droht uns, Däune. Aber ihr sollt wissen, dass noch 6 Affenmenschen, auch Frauen und Kinder in der Gruft sind. Mit den Ghulen. Wenn ihr uns tötet, seid ihr niemals rechtzeitig dort. Helft ihnen und wir sind frei. Entscheidet euch, Mutant. Okay, wir lassen sie ziehen. Ich meine, ich bin für die Anlinge, aber das ist eigentlich auch völliger Schwachsinn, was die hier machen. Das ist sehr schwer, sich zu entscheiden, wirklich. Ich meine, einfach wehrlose Menschen hier, sag ich mal, mit Ghulen zu begraben, das ist dann auch nicht die feine Art. Okay, hier nicht. Ich verbrauche jetzt einfach mal keine Katze. Weil, ja, wow. Weil ist ja eigentlich hell genug. Eigentlich. Okay.
Ich weiß nämlich nicht, ob ich mir noch eine Katze bauen kann, wenn ich die jetzt verschwende. So, warum habe ich jetzt eigentlich einen schweren Angriff? So. Oh, ein Aalghul. Okay, die Menschen hätten wir auf jeden Fall gerettet. Ihr habt uns vor dem sicheren Tod bewahrt. Danke. Die Elfen hatten uns den Ungeheuern ausgeliefert. Es tut mir leid, aber eure Freunde sind tot. Wir hörten schreckliche Schreie aus diesen Korridoren. Die Ungeheuer müssen sie... Geht hinaus. Ich habe die meisten von ihnen getötet. Der Weg sollte jetzt frei sein. Melitele sei Dank. Und ihr sollt gesegnet sein. Na schön. Ich habe die im Gewölbe Eingeschlossenen gerettet. Ich sollte mit Siegfried sprechen. Das machen wir. Bevor ich das aber mache, könnte ich ja mal die Fackel ausrüsten. Wo auch immer das ging. Einen Moment. Ach, warte, ich mach das so. Das ist, glaube ich, besser. Sehr schön. Ich muss ja nicht immer einen Trank nehmen. Das ist zwar sehr komfortabel, aber es muss nicht unbedingt sein. Sag mal, was denn jetzt ist mir... Warum hat er jetzt die Fackel wieder weggesteckt? Kapier ich nicht, aber ist okay. Entstellter Leichnam. Honigfarbe, braucht man nicht. Gerald, was machst du ja eigentlich? Okay, checkt er das Ding wahrscheinlich wieder weg. Ja. Okay. Ich denke mal, hier gibt es sonst nichts weiter. Man, ich kann ja nur mal in die Ecken gucken. Schadet ja nicht wirklich. Und die Musik ist wieder wahnsinnig schön. Alte Truhe. Okay. Nö, das war's. Ansonsten waren wir hier ja schon drin. Hier haben wir den guten Raimund gefunden. Zumindest eine Leiche. Auf jeden Fall muss hier unten auf jeden Fall die Fackeln angezündet haben. So viel steht fest. Davor war es ja echt komplett dunkel. Okay, Geralt, jetzt kannst du die Fackel wieder wegstecken. Na gut, ich würde sagen, gehen wir zu Siegfried. Wie spät ist es eigentlich? 16 Uhr. Vielleicht könnten wir da nachher gleich schon mal zum neuen Nachakkord, zum Gasthaus. Wartet. Bevor ich jetzt hier wieder den Friedhof verlasse. Hier muss der Sensor noch rein. So, ich habe die Sensoren eingestellt. Ich sollte mit Triss reden. Könnten wir natürlich auch gleich machen. Ach, so viel zu tun. Ich will auch noch eine Folge Vikings gucken. Das habe ich jetzt auch angefangen. Ich meine, so ein bisschen Smalltalk nebenbei ist, denke ich, doch mal ganz okay. Bin gerade mal bei Folge 3 der ersten Staffel, hat mir das jetzt auf Blu-ray gekauft. Ist ja, glaube ich, erst im August oder so rausgekommen. Bin positiv überrascht, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, Serien sind echt im Kommen. Also, zumindest gewinnen sie immer mehr an Popularität. So, Siegfried. Ich bin ganz Ohr. Das Friedhofsproblem ist gelöst, aber... Was ist passiert? Abgesehen von dem sprechenden Ghul spielten auch die Skoyatel eine Rolle. Sie raubten Gräber aus und töteten jeden, der ihnen im Weg stand. Ein sprechender Ghul? Habt ihr ein Elixier zu viel getrunken? Was ist passiert? Ich rettete die Menschen, die sie den Ghulen vorgeworfen hatten. Aber die Mörder flohen. Ewiges Feuer! Wie ein wahrer Ritter! Grämt euch nicht, meine Einheiten werden die Mörder fangen. Das verstehe ich nicht. Ihr habt Unschuldige gerettet. Besser konntet ihr nicht handeln. Dafür verdient ihr einen Bonus. Ich bin stolz auf euch. Ah, ist perfekt gelaufen. Ich habe den Fall der Verschwundenen gelöst und Siegfried war mit meiner Entscheidung, glaube ich, zufrieden oder so. Was haben wir jetzt bekommen? Einfach nur Erfahrung? Nein. 400 Ohrens oder was? Oder 500 sogar? Geil. Gut, dann
Dann jetzt aber auf zum neuen Nachakkord. Ich möchte endlich mal Rittersporn spielen, sehen und hören. Ich habe jetzt schon keine Lust auf den Sumpf, wenn wir da hin müssen. Das wird echt hart. Dennoch noch die Wyvern töten, das ist, glaube ich, sehr haarig. Bis dahin hätte ich schon gerne mal eine neue Rüstung. Wenn ich noch genau wüsste, wie das war mit den Rüstungen. Die sind echt extrem teuer. Ich glaube, wir haben jetzt gerade so das Geld dafür. Und kann ja sein, dass es in den folgenden Kapiteln dann immer noch bessere Rüstungen gibt. Aber ich will jetzt nicht danach nochmal 5000 für eine Rüstung ausgeben. Ja, das ist wirklich sehr schwierig, Leute. Wie macht man es am besten? Am besten gar kein Geld irgendwie ausgeben, aber das funktioniert leider nicht. So, hier regnet es jetzt plötzlich wieder. Genau. Ja, genau. Genau. Okay, wie spät haben wir es denn? Ein Hexer. Steck meine Frau. 16:30. Okay, dann gehen wir erstmal nach Triss. Sagen ihr Bescheid, dass wir die Sensoren angebracht haben. Die Flut ist über uns gekommen. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Ich bin ganz gefährlich. So gefährlich, dass ich sprechende Ghule sehe und die gehen lasse. Ein wahrer Hexer. Ach, schönes Haus hat sie, aber Triss Mirigold, sie steht hier unten. Hallo, meine Schöne. Geralt. So. Ich habe die Sensoren angebracht. Ich weiß. Ich habe die Quelle der Anomalie bereits gefunden. Wo? Ein Knabe namens Alvin in Majorans Krankenhaus. Wie kann denn ein Kind die Ursache sein? Ihr habt alles vergessen. Er besitzt große Macht. Zweifellos fließt älteren Blut durch seine Adern. Älteren Blut? Das Geschenk Laras. Wir müssen Alvins zerstörerische Fähigkeiten zügeln. Holt ihn schnell aus dem Krankenhaus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber werde ich ihn einfach so mitnehmen können? Nicht ohne weiteres. Eure Freundin Shani weigert sich, ihn mir zu überlassen. Sie hat keine Ahnung, was der ganzen Stadt bevorsteht, wenn er außer Kontrolle gerät. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr reden soll. Sie ist eure Freundin. Einigt euch mit ihr. Ich wäre euch dankbar. Noch eine Sache. Kinder des älteren Blutes ziehen Kreaturen aus dem Jenseits an. Gespenster und Geister. Diese Schriftrolle könnte euch nützlich sein. Yay. Okay. Sehr schön. Haben wir die Schriftrolle schon? Ich weiß gar nicht. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde schlafen. Ich soll die kindliche Quelle aus dem Krankenhaus holen und zu Triss bringen. Ja. Alvin. Alvin ist die Quelle. Wer hätte das geglaubt? Ich nicht. Sehr merkwürdig. Wie ist er eigentlich hierher gekommen? Ich überlege gerade. Shani hat ihn ja auch nicht bei sich. Hab ich da jetzt schon wieder was vergessen? So, es ist 20.30 Uhr. Ich gehe jetzt mal ganz schnell zum neuen Nachakkord. Hoffe, dass das funktioniert. Mit dem Gespiele von Rittersporn. So, jetzt haben wir mal ganz schnell. Ich speichere lieber nochmal. Wow, also. Das ist echt düstere Atmosphäre hier in der Nacht. Aber mein Schwert kann ich nicht ziehen, so wie im Tempelbezirk. Ah, es ist echt cool. Ich hätte gern einen Happen. Ja, von was denn? Okay, ich bin mal gespannt. Neuer Nachakkord. Oh, der Hund hier sieht gruselig aus. Mit die Augen. Jo, Applaus. Das war's. Mehr hat er jetzt nicht für uns. Ich bin müde.
Aber ist auch eigentlich genug. Ja. Stadtbewohnerin. Sagt mal. Sicherheitswache, ich frag den jetzt nochmal. Seid lieb. Können wir jetzt einfach schon hoch zum Empfang? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon so gut wäre. Stadtbewohnerin. Wollte die hier nicht ein Bier haben und wir hatten letztes Mal keins? Ich nehme an, ihr seid wegen einer Geschichte hier, wie alle anderen auch. Ich wusste nicht, dass ihr Geschichten erzählt. Meine Kehle ist trocken. Bringt mir was zu trinken und ich teile mein Wissen gern mit euch. Jo. Was hättet ihr denn gern? Einen Krug Bier. Den haben wir doch jetzt aber sicherlich. Bitteschön. Genau das habe ich gebraucht. Ich höre zu. Des Basilisken grässlicher Blick verwandelt alle in Stein, die sich in seinen unterirdischen Bau wagen. Kluge Schatzsucher nehmen Spiegel mit. Aber Spiegel sind kein Schutz gegen das tödliche Giftserum der Echse. Ein Biss und das Opfer ist tot. Tolle Geschichte. Ich habe eine Gänsehaut. Lebt wohl. Na, das war's ja jetzt. Ah, wir hatten von Tristan eine Schriftrolle bekommen. Da ist sie. Rezept für Devrias Extrakt. Die Schriftrolle enthält das Rezept für Devrias Extrakt, der es mir ermöglicht, unsichtbare Feinde zu sehen. Mhm. Cool. Wirklich cool. Sollen wir noch Flatterer-Vertrag und so. Ich glaube, wir könnten jetzt hoch zum... ja, zu dem Fest, sage ich mal. Zu der Einladung, die wir bekommen haben. Aber ich glaube, dass da das ein bisschen länger gedauert hat, würde ich das auf einen anderen Part verschieben. Jetzt überlege ich natürlich noch ganz schnell, was ich noch machen könnte. Ich denke ja mal, dass das ist, was wir zuerst machen sollten, bevor wir hier wirklich unsere Verträge abgeben können und so. Ja, wir könnten ja nochmal schnell nach Shani vielleicht die Sache mit Alvin klären. Wer weiß. Nieswurz. Oder, wartet mal, Quest, was hat man hier noch? Verlorene Lamm. Blauauge. Ich versprach das blauäugige Mädchen zu finden. Ist von einem Vampir gebissen worden. Ich sollte mich in der Stadt nachher umsehen. Ha. Das machen wir, Leute, denn ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Sehr cool. Ich denke mal, das passt jetzt hier noch in den Part rein. Wir gehen mal ins Haus der Königin der Nacht. Haus vom schlechten Ruf. Aha. Blauäugiges Mädchen, der ist es auch schon. Wen haben wir hier? Den Stadtrat. Wohlhabender Kaufmann. Harte Arbeit muss belohnt werden. Ja, und die sind alle gleich aus. Die sind alle Stadträte. okay, Leibwächter. Wir haben geschlossen. Die Herrin der Nacht empfängt nicht jeden. Ich habe etwas für eure Herrin. Ihr habt was, sagt ihr? Dann besucht ein Bordell und macht was damit. Verschwindet! Ich dachte, das hier sei ein Bordell. Das ist das Haus der Nacht, das beste Bordell in Temerien. Nichts für Vagabunden in zerrissener Lederkluft. Ich habe Gold. Mich bestecht ihr nicht. Okay, der ist echt, ja, ich sag mal, ja, nicht wirklich bestechlich. Vielleicht doch mit einem Batzen voll Geld. Das habe ich auch nicht vor. Aber, okay, jetzt dürfen die nicht umhauen. Ich fasse es ja wohl nicht. Ah, das wollte ich gar nicht. Das ist ja lustig. Lol. Okay. Einmal verprügeln gratis, Geralt. Das kriegen wir hin, oder? So. Aber ich wollte eigentlich gar nicht so auf die harte Tour gehen. Hm. Na schön. Gucken wir mal. Also nicht, dass ich jetzt automatisch gleich hochgehe. Ich will verdammt sein. Tretet ein. Okay, wir können hoch. Aber wir reden erst mit dem blauäugigen Mädchen. Seid gegrüßt, Herr. Seid gegrüßt, Blauäugige. Was darf's denn sein? Reden wir zuerst ein bisschen. Gut, lasst uns reden. Giacomo Cassano behauptet ja, es gäbe kein besseres Vorspiel als eine gepflegte Konversation.
Gucken wir mal. Okay, euer Bruder sucht nach euch. Das machen wir zum Schluss. Fragen wir mal, wovon sie träumt. Wovon träumt ihr, Blauauge? Ich wünschte, die Nacht würde nie zu Ende gehen. Keine Ritter auf weißen Hengsten und ähnlicher Unsinn? Ich bin kein gewöhnliches Mädchen. Das kann ich beweisen. Ihr braucht nur zu fragen. Okay. Eine Nacht mit dir verbringen, ich weiß ja nicht. Eher nicht. Ich glaube, euer Bruder sucht nach euch. Was? Nein, ich habe keine Familie. Seid ihr da sicher? Vollkommen. Dies ist mein Zuhause, meine Schwester in der Nacht. Dann muss hier ein Irrtum vorliegen. Ja. Okay. Nichts für ungut, okay. Nichts für ungut. Gebt auf euch Acht. Sehr merkwürdig. Ich muss den Ritter fragen, ob das Mädchen aus dem Bordell seine Schwester ist. Wollen wir das machen? Okay, der ist gerade im neuen Narakot. Dann gehen wir da nochmal hin. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wir können den Part ruhig ausschöpfen. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob wir die Quest noch abschließen. Es wäre aber doch sehr cool. Leider können wir nicht so schnell gehen. Jetzt würde ich jetzt hier mein Schwert zücken. Fackel geht auch nicht. Schade eigentlich. So. Ganz scharf die Kurven nehmen, damit wir Zeit sparen. So. Wir sind gleich da. Lauf, Geralt, lauf. Für etwas Ruhe und Frieden. Genau, Ruhe und Frieden. Mehr braucht der Mensch nicht. Und ein bisschen was zu essen und trinken. Da bin ich glücklich. So, wieder cooler Einstiegssequenz. So, Patrick hieß er doch. Patrick Swayze oder so. Ja, der ist nicht da. Ich bin Warum ja so ist... schlau. Ich bin ja so schlau. Mutter lutscht Zwergenschwänze. Ja. Okay, Leute. Dann würde ich sagen... Ich bin ja so schlau. Ja. Werde ich jetzt mal mit dem Schankwirt, schlafen wir eine Runde. Und dann war es das auch schon für heute. Ihr seid... Seid ge... Kann geht's ich euch helfen? Geht's beim nächsten Mal weiter. Okay, wir wollen aber eine Runde schlafen. 5 Ohren, okay, die haben wir. Vielleicht können wir noch was aufstufen, aber ich glaube es eher nicht. Nein. Okay. So, ruhen wir uns mal aus bis Mittag. Und dann machen wir beim nächsten Mal vielleicht die Quest hier mit dieser Blauäugigen zu Ende. Und dann versuche ich auf jeden Fall mal hier in dieses noble Etablissement im zweiten Stock des Gasthauses zu kommen. Um die wichtigsten Leute hier kennenzulernen. Okidoki. Gut, da ist Patrick Funwayzy oder sowas, genau. Okay, dann mit ihm sprechen wir beim nächsten Mal. Ist der Part wieder mal 2 Minütchen kürzer, aber ich denke, das ist okay. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei The Witcher.